Hallo Leute, es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Und wir haben hier zuletzt diese Klanggeschichten zerbrochen. Hätte ich auch mal gleich drauf kommen können, aber ich habe es geschafft und jetzt nehme ich das mal auf. Das nehme ich besser mit. Und ich wette, das sind die Münzen, die ich in diese Öffnungen vom Baumstumpf reintun kann. Ach, und dann ist das wieder zusammen. Interessant. Okay, dann klappern wir mal die Orte ab. Ich habe mir leider jetzt nicht gemerkt, wo überall so ein Ding jetzt stand. Ja, machen wir uns mal auf die Suche. Es war ja nicht der einzige Ort. Ich meine, ganz am Anfang irgendwo hier war auch einer. Ja, da ist auch einer. Okay. Bringen wir das mal auch zum Zerspringen, damit wir diese Münzen sammeln, also den Bernstein sammeln können. Oho! Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. Ich finde das total irre gemacht, so die Idee. Finde ich total cool gerade, dass man die jetzt so aufsprengen kann und das, was da immer so gesummt hat, dass das jetzt so eine wichtige Bedeutung hat. Ich meine, das war ja klar, dass diese Dinger irgendwie noch eine Bedeutung haben werden, klar. Habe ich nur total vergessen. Aber finde ich schon echt cool. Also irgendwo da muss doch auch noch eine sein, weil im Mauswald drinne war da noch eine irgendwo. Ich weiß es gerade nicht, aber müsste nicht hier auch noch irgendwo eine sein? Da, genau, okay. Also habe ich mich doch nicht getäuscht. Ach, die sehen sogar ein bisschen anders aus. Wenn man erstmal weiß, was man machen soll, geht's ja auch. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. Hab ich jetzt alle oder fehlt mir noch eine? Was für eine seltsame Statue. Aber jetzt hat sie halt nicht mehr dieses Klangding. Es sind ja 4 Öffnungen, aber kann ich das trotzdem... Also reicht das schon? Ich weiß es gerade nicht. War da oben? Da oben war noch eine, bei der Motte. Dann habe ich nämlich auch alle 4. Genau. Ach Mensch, ich erinnere mich ja doch ganz gut, wo welche standen. Sonst vergesse ich sowas immer so schnell. Oho! Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh! Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. Ich wollte eigentlich zurückgehen. Mache ich's mal so. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das klappen wird. Und ich hoffe, dass ich nochmal bei Tageslicht hier herumlaufen kann. Mir fehlt nämlich nur noch ein Tautropfen und den wollte ich noch ganz gerne eigentlich haben. Der muss bestimmt irgendwo eingesetzt werden. Ja, dann setzen wir die mal ein. Passt! Passt, aber ob das die richtige Reihenfolge ist, das weiß ich nicht. Ich mache die Hände jetzt mal hier unten beide hin. So. Perfekt! Sind die Hände da unten. Das Herz mache ich hier oben hin. Achso. Sehr gut. Oder dahin halt. Und das Auge mache ich dahin. So, und? Das war's. Eine Tür. Das sieht doch gut aus. Das muss der Durchgang sein, von dem der alte Magier gesprochen hat. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald. Hey, was ist das denn? Ein Raum aus grünem Glas. Und
Ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Kann ich mir den einfachen... Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Aber du hast einen klebrigen Stock. Nimm das doch damit. Da muss kein klebrig... Was für ein stechender Geruch. Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Das kann doch gar nicht funktionieren. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Das weiß ich nicht. Da muss kein... Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bild... Warum? Jetzt hab ich's! Reicht? Nee, doch nicht. Das kann doch gar nicht funktionieren. Was sollst du denn da machen? Also das irgendwie puzzeln. Das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, wie kann es denn dann funktionieren? Das weiß ich ja nicht. Wie es funktionieren kann? Können wir denn mal die Dings anflüstern? Du solltest aufgeben, aber weiterkämpfen. Voller Hoffnung. Kannst du das? Ich glaube... Jetzt hab ich's! Nee, doch nicht. Also irgendwas puzzelt er da vor sich hin, aber ich kann das auch nicht so gut erkennen. Wie geheimnisvoll. Fest verschlossen, war ja klar. Aber da gibt es ein kleines silbernes Schlüsselloch. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Die Bildtafel, was könnte ich da machen? Da passiert. Wohl kein. Komisch, dass ich das Ding halt noch habe. Wie sieht's aus mit der magischen Münze? Vergiss es, das klappt doch nie. Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Man kann das ja auch kaum erkennen, also ich meine... Vergiss es, das klappt doch nie. Da oben, also da unten das Stück, das fehlt bei diesem Apfel oder was das hier werden soll halt immer. Das braucht... Ich hab halt nicht so viel Kram mehr, das ist so ein bisschen... Mit dem Sirup bin ich... Mit dem... Nichts. Da flüstert. Was soll ich denn bloß mit dieser Bildtafel machen? Nicht so einfach. Was könnte ich denn machen überhaupt? Die Raupe, die sagt nicht mehr viel. Die sagt nur, ich soll kämpfen. Dann habe ich hier so eine Bildtafel, die bestimmt des Rätsels Lösung ist. Hier so eine Säure und oben der Schlüssel. Und ich wette, das hört halt auf zu plätschern, kommt der Schlüssel runter und dann kann er ihn aufheben, wenn ich
das mit diesem Apfel gemacht habe. Aber der... Wie soll ich den denn verschieben? Da muss kein... Jetzt hab ich's! Nee, doch nicht. Wie seht... Das kann doch gar... Vergiss es! Das kann doch gar nicht funktionieren! Aber wie kann es denn funktionieren? Muss ich denn noch irgendwo wieder hingehen und weg von hier und gar nicht hier jetzt was machen vielleicht? Ich weiß es nicht. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Der war bisher total unbrauchbar, dieser merkwürdige Stein. Also irgendwie... wohl kein... Ganz komisch. Kann ich da das Fass reintun? Nein, das gehört nicht. Nein. 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 Nein, nein, nein. Nicht. Nicht. Du musst das fünfte Portal finden. Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. Benutze den Tonträger. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes. Mit ihm lass... Ich werde... Das hilft mir aber nicht wirklich weiter. Ich überlege gerade, ob irgendwo im Mauswald was ist, was mir hier für diese Bildtafel helfen würde. Aber mir fällt da jetzt auch so natürlich nichts ein. Höchstens, wenn ich wieder rumlaufe. Ich will aber hier nicht weggehen jetzt, wenn ich doch hier direkt was tun könnte. Ich glaube... Ich glaube... Ich... Ich... Ich glaube... Was für ein stechender Geruch! Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Das brennt in den Augen und der Nase. Das braucht kein... Das braucht... Das braucht... Das... Ach, keine Ahnung. Redet sie mit dem Frosch? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Kann mir Plato vielleicht noch helfen? Ja... Keine Ahnung. Der ist ja der Einzige, den es überhaupt noch gibt hier, oder? Plato? Oh, hey! Hallo, Jerry. Hallo. Du bist aber noch spät auf den Beinen. Ja. Na, wohin soll es gehen? Sag mal. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Ja, und du nicht. Was passierte? Na, wo? Du irgendwie nicht, komischerweise. Bist du... Zuerst dachte ich, es seien Menschen. Aber es waren wohl doch Masken. Pass auf dich auf, Jerry. Sonst werden die Fremden dich auch einschlafen lassen. Auf geht's! Halt dich fest, ich weiß nicht, warum ich da jetzt hingehe, aber es ist so der einzige Ort, wo ich nicht so viel rumgeguckt habe damals. Vielleicht muss ich ja irgendwo so ein Stück von diesem Bild finden oder so. Obwohl ich nicht glaube, dass ich hier noch was finde. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Nur ein seltsamer Stein, den jemand... Oh, mein Fehler. Das war mal eine Pflanze. Ich wollte gerade sagen, ist da ein Stein drin, den ich in diesen anderen Stein setzen kann? Das wäre es ja gewesen. Oh Mann, ist das kalt hier. Hier schneit es sogar ein bisschen. Wahrscheinlich die Kälte schon... Ja, Quatsch, jetzt nicht so viel. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Mondschein, die Hohepriesterin der Motten. Wahrscheinlich nach ihrer Verpuppung. So ein kleiner, dieser eine Stein, der hat ja auch eine Öffnung.
Das kann ich da aber nicht reintun. Vielleicht muss ich tatsächlich irgendwie noch was finden, um das da einzusetzen. Ich weiß es ja nicht. Aber hier habe ich jetzt auch nichts gefunden. Das sind die Sumpf- oder diese Steine mit Markierungen. Die waren wohl nur für die Echsen oder so. Sonst habe ich auch keinen Plan, wozu die gut waren. Also diesen unförmigen Stein mit Muster meine ich. Ich weiß nicht. Das sind keine Sterne. Da bin ich echt gerade so ein bisschen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Warum kann es denn nicht funktionieren? Mein Gott, gib mir doch einen Tipp. Das kann doch gar nicht funktionieren. Warum? Warum? Ich will keine... Mit der Nachricht gehe ich lieber... Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das... Ich wäre ja mit dem klebrigen Stock. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Nee, aber dann hätte ich ihn da oben abgezupft und gut ist. Und wenn der Stock halt so ein bisschen wegätzt, ist es ja nicht schlimm, weil es ist ja nur der Stock. Und dann hätte ich den Schlüssel schon längst in der Hand. Aber nein. Vergiss es, das klappt doch nie. Ja, dann nicht. Dann mach's besser, Jerry. Mach mich nicht sauer hier. Nichts. Schade. Oh. Das Einzige... Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Das Einzige, was ich nicht ausprobiert hatte, Hoffnungsschimmer auf das Bild machen. Und die Raupe hat ja noch gesagt, ja, du sollst weiterkämpfen mit Hoffnung. Och Mann, ey. Und ich denke gerade, ja, wenn sie Hoffnung sagt, Hoffnungsschimmer, aber auf was denn? Na gut, hat geklappt. Ich habe den Schlüssel. Na also... Oh Gott. Oh, oh. Das bricht jetzt voll zusammen, ne? Das klingt nicht gut. Tschiu. Hanuman. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Jetzt verwende ich natürlich den Schlüssel. Da bin ich ja froh, dass ich das jetzt doch noch ausprobiert habe. Dieser Hoffnungsschimmer natürlich auf das Bild machen. Ach, naja. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Wenn der Makino hier wäre. Oder der alte Magier. Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Kitsune. Pass auf, Jerry. Der Fuchs. Nanu, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Oh. Plato, das ist Kitsune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerpfannkuchen. Du bist süß. Kitsune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lasse dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein.
Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Plato? Kitsune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Ja, wir haben es geschafft, durch das Portal zu kommen, aber leider muss ich jetzt hier wieder einen Cut machen und dann würde ich sagen, schauen wir uns hier in dieser Zwischenwelt, die wir ja auch vom ganz am Anfang des Spieles kennen, wo der Waldschrat hier auch immer auftaucht mit seinen Geschichten, genau an diesem Ort befinden wir uns jetzt, also vielleicht irgendwo in der Zwischenwelt und vielleicht treffen wir auch irgendwo unseren Vater wieder. Tja, ob Kitsune und Plato aber auch noch kommen, das weiß ich auch nicht. Wir werden es das nächste Mal herausfinden. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.